Guten Morgen an Tag, also mal Montag, Dienstag, Mittwoch an Tag 4. Wir waren eben im Spa und haben uns massieren lassen. Wir hatten vom TUI oder vom Hotel, kann ich gar nicht so genau sagen, einen Gutschein für 15 Minuten Massage. Und dann in dem Spa, wenn man sich hinlegt, guckt man halt durch so ein Guckloch aufs Meer. Es war echt schön, wir haben zwar keinen großen Fisch gesehen, aber die können hier echt wunderbar massieren. Wir sind jetzt am Überlegen, ob wir nächste Woche nochmal hingehen, und das war ja jetzt so ein Schnupper-Massage-Ding, ob wir nochmal ein bisschen ein größeres Paket buchen. Die haben da echt unterschiedliche Sachen und wirklich Massagen aus der ganzen Welt. Das ist echt richtig cool, und wir wollten jetzt erstmal die 15 Minuten testen und gucken, wie das ist. Und die machen das echt richtig schlafen. Denn die hatte so eine Verspannung am Nacken, die haben die jetzt schon innerhalb von 15 Minuten freigekriegt. Ja. Ansonsten haben wir gerade ein Internetproblem, da kommt jetzt gleich IT, weil seitdem wir das Zimmer gewechselt haben, geht unser Internet nicht mehr, und ich mache halt im Moment viele Insta-Stories hier oder Instagram-Bilder und will euch da ja jetzt aktuell schon ein bisschen mitnehmen, oder abends gucken wir einfach zum Einschlafen mit einem YouTube-Video, und deswegen hätten wir das schon ganz kleines Internet. Wir sind zwar jetzt auch nicht so, dass wir den ganzen Tag davor haben, den ganzen Tag Internet brauchen, aber so auf dem Zimmer so ein paar Minuten am Tag finde ich schon nicht schlecht. Genau, dann haben wir uns zum Schnorcheln verabredet. Ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und gehen jetzt gleich ans Hausriff. Da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Wir waren gestern Abend noch in diesem Steg wieder und haben diesmal noch mal größere Haie gesehen. Und die sind halt auch alle so am Hausriff, wenn man Glück hat. Die Schweizer, mit denen wir gleich schnorcheln gehen, die waren schon an diesem Hausriff. Die haben aber keine Haie da gesehen. Ja, ansonsten bin ich ein bisschen verschnupft, aber das wird gleich wieder. Wir hatten heute Morgen schon eine Kakerlake in unserem Zimmer. Das war ein bisschen, mussten wir auch den Roomboy rufen, weil wir haben die nicht eingefangen bekommen, und kaputt man ist ja auch nicht so günstig. Ja, wir ziehen das irgendwie immer magisch an. Wir haben hier schon ein paar Leute kennengelernt, haben die dann auch gefragt, ob die auch schon eine Schlange hatten oder eine Kakerlake, und ja, irgendwie nein, aber wir ziehen das magisch an. Naja, ist ja nicht so schlimm. Und wie gesagt, wir gehen jetzt gleich schnorcheln, und dann nehme ich euch mit. Und das ist heute Donnerstag, heute Abend ist, glaube ich, auch nichts Besonderes. Aber am Samstag, erstens machen wir da unsere Hochzeit, und abends ist diese White Party, da wollen wir auf jeden Fall hin. Und ja, dann melde ich mich auf jeden Fall später nochmal. Wirklich super fasziniert von den verschiedenen Fischarten, die wir gesehen haben, und da waren echt Riesenfische dabei, dann wunderschöne blaue Fische, total bunte Fische. Der Schweizer, mit dem wir schnorcheln waren, der hat einen Hai gesehen. Ich habe ihn zum Glück nicht gesehen, da wäre ich, glaube ich, auch in Panik geraten. Andy hat ihn auch nicht gesehen. Wir haben Riesenschildkröten gesehen, die haben mich am meisten gefesselt, die habe ich auch echt richtig, richtig lang gefilmt, und die sind dann mit uns geschwommen und haben oben Luft geschnappt und haben so richtig die Schau gemacht, ja, habe ich auch wirklich gut filmen können. Das ist richtig cool. Und beim Hausriff, was ich auch super faszinierend fand, ist, also man sieht die Korallen und schwimmt da so am Hausriff lang, und dann geht es sofort so runter, dass man einfach nichts mehr sieht. Also es ist die ganze Zeit total flach,
Man hat das Gefühl, man kann fast stehen, kann man zwar nicht, aber es ist wirklich relativ flach. Und dann geht es mit einem Schlag so runter, dass man einfach nur noch schwarz sieht. Ja. Und das ist eigentlich auch echt super faszinierend. Und ja, das haben wir heute eine ganze Weile gemacht. Ich habe viel gefilmt. Das blende ich euch jetzt ein, die schönsten Sachen. Und ich glaube, das machen wir jetzt wirklich jeden Tag. Wir haben nicht das komplette Haus geschafft. Also es ist wirklich riesig, weil die Insel ja auch relativ groß ist. Und ja, wir werden es morgen auf jeden Fall wieder machen. Jetzt war ich schnell duschen. Und jetzt machen wir uns fertig zum Sunset Cruise. Wir fahren mit so einem Boot raus aufs Meer und gucken uns da den Sonnenuntergang an. Auch da nehme ich euch natürlich mit. Und unsere Reiseleitung hat gesagt gehabt, zu 90% sieht man auf dieser Tour Delfine. Und wir beten schon die ganze Zeit, dass wir heute Delfine sehen. Das wäre einfach so, so schön. Vorhin, als ich hier gesessen habe und hier ganz vorne, da brechen sich nochmal die Wellen. Und da bilde ich mir ein, dass ich Delfine gesehen habe, aber es könnte auch eine Haiflosse gewesen sein. Keine Ahnung. Aber ja, es gibt die hier wohl schon sehr, sehr häufig und man hat gute Chancen, welche zu sehen. Und sie sagt, auf dieser Sunset Cruise Tour sieht man die eigentlich zu 90%. Und da bin ich guter Dinge, dass wir gleich welche sehen. Ihr dann ja dann auch. Und ja, ich melde mich dann vom Boot zurück. Rest is over. The monsters in my head are scared of love. Funny people, listen up. It's never too late to change your life. So ich liege schon im Bett. Wir waren jetzt eben gerade Abendessen. Ich bin ein bisschen traurig, weil wir haben keine Delfine gesehen. Die haben sich nicht gezeigt. Und ansonsten war es wunderschön. Wir hatten einen wunderschönen Sonnenuntergang. Ich bin nicht seekrank geworden. Hat richtig Spaß gemacht. Aber ja, leider ohne Delfine. Na gut, da kann man nichts machen. Wir sind ja noch ein paar Tage da. Vielleicht bekommen wir sie ja nochmal zu sehen. Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich melde mich morgen wieder und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Bis dann!